Pedro Enrique Ibarreta, 1859 bis 1898. Beginnen wir gleich mit dem ersten berühmten Forscher mit tragischem Ende. Interessante Informationen über Ibarreta konnte ich entnehmen aus dem Magazine 279 Domingo 30 de Enero de 2005, Libro El Último Explorador, El Aventurero Vasco que Devoraron los Indios, por José Antonio Díaz. Aus dieser Quelle und von den zeitgenössischen Notizen von A.V. Fritsch, wie auch von den Informationen aus der heutigen Familie Fritsch, entsteht ein folgender psychologischer Profil Ibarretas. Enrique Ibarreta war ein Spanier, eigentlich ein Baske. Sein ganzer Name war Pedro Joaquín Manuel Enrique Ibarreta Uhagón. Ibarreta wurde in einer gesellschaftlich gut situierten adeligen Familie in Bilbao 1859 geboren. Sein Vater war ein Ingenieur. Ein seiner Onkel, Felipe de Uhagón, war der Gründer der Banco de Bilbao und der Bürgermeister der Stadt. Enriques Pate, Don Pedro Francisco Gossens und Ponce de León, wurde sogar zum Sekretär der spanischen Königin Isabel II. Der heranwachsende Ibarreta hatte also einen verständlichen Grund, sich für etwas Besseres als die meisten anderen Menschen zu halten. Im Laufe des Dritten Carlisten Krieges 1872 bis 1876 wanderte die Ibarretas-Familie vorübergehend nach Südfrankreich, später nach London aus. Sie kehrte nach Bilbao zurück gleich am Kriegsende 1876. Vaters Spuren folgend besuchte der 19-jährige Ibarreta die School of Engineers von Guadalajara. Dort begann er ein angesehenes Ingenieurstudium, das er bald abbrach. Schon damals erzählte man über seinen Mut, aber auch über seine auffällige Rücksichtslosigkeit. Diese Charakteristik prägte auch später seinen Charakter. Er wurde beschrieben als ein intelligenter, doch verwöhnter, nur von sich und seiner Wahrheit überzeugter Junge. Vielleicht deshalb fiel er durch seinen Mangel an Disziplin auf. Enrique war schwerhörig mit der typischen Tendenz laut zu sprechen, was auf Menschen, die das nicht wussten, durchaus unangenehm und befremdend wirken könnte. Durch den Mangel am akustischen Verständnis wurde er schnell verdächtigend und reizbar. Auch bei dem Militär hielt es Ibarreta nur 10 Monaten aus. Er verzeihte keine Beleidigungen und keinen Spott, was ihn schon damals zu einem lebensgefährlichen Konflikt führte. Es kam nämlich zu einem folgeschweren Zwischenfall. Ein älterer Kadette befahl dem dienstjüngeren stolzen Ibarreta die Schuhe in der militärischen Akademie von Guadalajara zu reinigen. Das konnte nur zu einem Streit führen, der mit einem Pistolenduell endete. Dabei wurde Ibarreta von dem ersten Schuss des Gegners am rechten Arm verletzt. Enrique verzichtete auf seinen Schuss, und anstattdessen warf er dem Gegner die Pistole in sein ängstliches Gesicht. Es kam zu einem Skandal und zu weiteren Problemen. So musste Ibarreta nicht nur die militärische Akademie, sondern kurz darauf auch das Spanien verlassen. Im Jahre 1883 kam er mit 24 Jahren nach Argentinien, zuerst nach Buenos Aires. Argentinien war zu dieser Zeit ein riesiges, rar besiedeltes Land. In den 500 Quadratkilometern weiter Ebene des argentinischen Chaco gab es trockene Wälder, aber auch Dschungel und Sümpfe mit Vampiren, Brüllaffen, Hirschen, Jaguaren, Pumas, Krokodilen, Piranhas, Vipern, Klapperschlangen, riesigen Würgeschlangen, Anacondas und mit vielen wilden, oft noch unbekannten, noch nackt laufenden indianischen Stämmen. Die zivilisierten Europäer sahen dort einen freien Raum, nur von unzivilisierten Untermenschen besiedelt, ein Raum, der förmlich nach der Parzellierung und Kolonisierung rief. Die Indianer dagegen, die dort in ihrem Lebensraum seit Urzeiten frei wanderten, sammelten, fischten und jagten, sahen es natürlich anders. Einige Stämme lebten nicht mehr nomadisch, sondern sie blieben in ihren Dörfern inzwischen sesshaft. Den nativen Bewohnern des Landes war jede Vorstellung fremd,
dass ihr Land jemanden gehören sollte und dürfte. Die ihnen vom Gott geschaffene Welt mit dem Wald, mit seinen Früchten und Tieren, mit seinem Wasser und Luft, das alles sollte für alle Menschen frei sein. Genauso verstanden es auch unsere früheren Völker in Europa, bis die kommerzielle Privatisierung all diesen Güter auch sie irgendwann erreichte. In Buenos Aires arbeitete Ibarreta für den palentinischen Banker Carlos Casado del Alisal. Ihm gehörte bereits die Hälfte von Chaco. Chaco war ein unwirtliches Land, wo man die Indianer aus Sport aufspürte, jagte und tötete, als ob sie nur Tiere wären. In Buenos Aires beendete Ibarreta endlich sein Uni-Studium an der dortigen, wahrscheinlich etwas leichteren Universität. Er bekam seinen Titel Ingenieur-Geograph. Ob er sich den akademischen Titel durch sein Wissen wirklich verdiente, wie ich infolge seiner späteren fatalen Fehler begründet anzweifeln kann, oder ob er ihn nur aus einer Protektion und Gefälligkeit durch seinen hohen gesellschaftlichen Rang, durch den Amt seines Onkels bei dem spanischen Hofe, oder durch das Geld seiner reichen Familie, oder vielleicht durch den Einfluss des argentinischen Bankers Alisal bekam, das darf man nur spekulieren. Sein weiteres Lebenslauf spricht jedenfalls nicht dafür, dass er ein fleißiger Student war, der für das Leben und nicht für die Prestige lernte. Das Leben lässt sich nicht betrügen und es verzeiht keine Fehler, würde er bald arg feststellen. Der neugebackene Ingenieur-Geograph Ibarreta gehörte zu den wenigen Hochschulabsolventen in Argentinien. So bekam er sogleich ein Angebot und die erste echte Arbeitsgelegenheit. Er sollte bei der Vermessung und der Kartografierung des Landes für die vorgesehene Verlegung eines argentinischen Eisenbahnnetzes wirken. Dies bat ihm eine geregelte und gut bezahlte Einstellung bis an sein Lebensende in hohen Jahren, falls er es wollte. Diese Arbeit war nicht ohne eine Portion von Abenteuer. Beinahe starb er unter den Krallen und Zähnen eines Jaguars dabei. Doch entweder zeigte Ibarreta auch hier keine Ausdauer mehr, oder die Exaktheit seiner Vermessungen war für die Firma, die keine Prestige, sondern brauchbare Resultate brauchte, enttäuschend. Jedenfalls kam es zu keiner Vertragsverlängerung. Wahrscheinlich endete der Abschied mit der Firma nicht gerade problemlos, weil Ibarreta seine erworbenen akademischen Fähigkeiten wollte oder vielleicht brauchte, jemanden nun doch zu beweisen. So überredete er einige Begleiter, um mit ihm, dem graduierten Landesvermesser, den unbekannten Chaco von Ost nach West zu überqueren. Die Männer haben an Ibarretas Kompetenz geglaubt und willigten ein. Das haben sie bald bedauert. Es zeigte sich, dass es ein großer Fehler war. Das Vorhaben war ihnen nicht gelungen. Unter der Ibarretas fachkundigen Führung verirrten sie sich nämlich alle in den immensen Einöden und in dem Dschungel für ganze 8 Monate. Sie wurden schon für tot gehalten, was auch die Ibarretas Familie inzwischen glaubte und ihn beweinte. In Wirklichkeit wanderte die Gruppe fast ohne Nahrung orientierungslos umher. Sie wurden durch Bäche, Sümpfe und Dickicht gebremst, durch Hitze, Trockenheit und Insekten belästigt und sie fühlten sich durch die kriegerischen Indianer bedroht. Schließlich hat der Dschungel die Ibarretas-Gruppe zu allgemeiner Überraschung, eher zufällig als durch ihr Können, doch noch ausgespuckt. Während des Uni-Erdkunde-Studiums lernten die künftigen Landvermesser sicherlich auch etwas über die geologischen Merkmale zum Auffinden von verschiedenen Minerallagern. So suchte Ibarreta mit seiner vermeintlichen erdkundigen Fachkompetenz eine Weile nach Gold an der Grenze zwischen Brasilien und Paraguay. Vergeblich. Dann wagte sich Ibarreta erneut in den Dschungel zu gehen. Wenige Jahre vorher endete nämlich La Guerra Grande, der Triple Alianza-Krieg, in dem Paraguay gegen Brasilien, Uruguay und Argentinien kämpfte, mit der paraguayischen Niederlage. Paraguay musste viel Land an die Sieger als Reparaturzahlung auf dem Papier abtreten. So mussten jetzt neue, echten Landesgrenzen in dem noch unbekannten Chaco gezogen werden.
Ibarra wagte sich, die noch nicht festgelegte Grenze zwischen Brasilien und Paraguay zu finden und kartografisch anzuzeichnen. Doch auch das ist ihm nicht gelungen. In dem sumpfigen Gebiet mit vielen unübersichtlichen Wasserläufen voll von Piranhas und mit Milliarden von Moskitos erkrankte er infolge von zahlreichen Insektenstichen und Bissen von anderen blutsaugernden Fliegern sehr schwer. Das gab ihm die Gelegenheit, endlich eine Pause von all den Abenteuern zu machen und nach Spanien zurückzuschiffen, um sich dort in Bilbao zu erholen. Dann, 1895, begann in Kuba ein brutaler Krieg gegen die kubanische Zivilbevölkerung, die zum dritten Mal für die Unabhängigkeit von Spanien kämpfte. Der sich bereits erholte und von seinen bisherigen Misserfolgen geschmähte Ibarra hatte zu Hause kein Sitzfleisch mehr. Er freute sich endlich, wenigstens in Kuba seine Dschungelerfahrungen und sein kämpferisches Können aus Chaco unter den Beweis zu stellen. Was für die arme kubanische Bevölkerung ein Kampf für ihre Freiheit aufs Leben und Tod war, für den reichen Spanier war das nur eine Unterhaltung. Ibarra selbst schrieb zu seiner Motivation Folgendes: Ich war 26 Jahre alt und verglich den Krieg mit einem Sport, mit einem Schlag im großen Spiel, um die Rebellen niederzukämpfen. So meldete sich Enrique freiwillig in den Kubakrieg. Er bezahlte seine Guerilla-Ausrüstung aus der eigenen Tasche selbst. Dann wurde er zum erfolgreichen Menschenjäger, wie es in seinem Lebenslauf steht. Welche Menschen hat er gejagt? Der neue spanische Kuba-Generalgouverneur, Valeriano Villa, ordnete nämlich am 21. Oktober 1896 Folgendes an: Alle Bewohner der ländlichen Gebieten, sowie alle Ansässigen außerhalb der befestigten militärischen Linien der Provinz Pinar del Rio haben sich innerhalb von 8 Tagen in den von Truppen besetzten Dörfern einzufinden. Wer nach dieser Frist abseits der Befestigungsanlagen aufgegriffen wird, der gilt als Aufständischer und der wird als solcher bestraft. Die zwar adrenalinreiche, doch in Wirklichkeit kaum gefährliche Tätigkeit gegen die militärisch weit unterlegenen, zwangsumgesiedelten Zivilbevölkerung ähnelte wirklich eher einem Jagdsport als einem Krieg. Dies befriedigte Ibarra so, dass er bei dieser nicht gerade netten Tätigkeit ganze 18 Monate ausharrte und dass er für seine Erfolge gegen die Menschlichkeit sogar ausgezeichnet wurde. Warum gegen die Menschlichkeit? Die Berichte über das spanische Gräuel waren nämlich so unerträglich, dass sie zu der US-amerikanischen Intervention in diesem Kubakrieg führten. Obwohl die Zahlen unter den Historikern bis heute strittig sind, gilt es als gesichert, dass zwischen 155.000 und 170.000 Menschen der Rekonzentration zum Opfer fielen, was rund 10% der Inselbevölkerung entsprach. Im Jahre 1897 übersiedelte der erfahrene Menschenjäger und Geograf Ibarra wieder nach Argentinien und dann traute er sich später bis nach Bolivien zu gehen, um diesmal dort nach dem Gold zu suchen. Er wollte in den hohen Bergen sein Glück versuchen. Aber auch in Bolivien wartete der Edelmetall auf den Geometer nicht. Mittlerweile mittellos geworden, wanderte Ibarra durch das Hochland vergeblich. In hohen Bolivien gab es kaum gefährliche Insekten, Skorpionen und giftige Schlangen, und es herrschte dort ein viel angenehmeres Klima ohne der erdrückenden, feuchten paraguayischen Hitze. Doch er musste sich wieder einen Radikalwechsel in seinem Leben überlegen. Weil Ibarra schon sehr hoch in Bolivien war, wo Rio Pilcomayo seine Quelle hatte, so erinnerte er sich auf sein altes Projekt, den gefürchteten Pilcomayo-Fluss zu bereisen und dabei zu kartografieren. Aus Bolivien konnte er nämlich viel bequemer ohne viel Mühe flussabwärts fahren. Das stellte er sich viel leichter vor als seine anstrengenden und gescheiterten paraguayischen Expeditionen zuvor. Rio Pilcomayo war schon immer ein wilder, dunkel und anrüchiger Fluss. Heute verläuft von Clorinda aus bereits eine befestigte Route entlang ihm,
die meistens in einem recht schlechten Zustand ist. Sie wurde in einem gebührenden Abstand entlang des gewundenen und sumpfigen Flussbetts gebaut. Versuchen Sie aber nur im Gedanken, den befestigten Weg zu verlassen. Nur wenige Meter neben ihm würden Sie mit einem Pferd oder Ochsenkarre durch die dörnigen Büsche, durch den undurchdringlichen Dickicht mit Milliarden von ohrenbetäubend zischenden Insekten, durch die zahlreichen Bachzuflüsse und durch die zahlreichen, teilweise sehr tiefen und gefährlichen Sümpfe gehen müssen. Unmöglich, würden Sie sagen. Nach jedem Regen ist das Befahren dieser modernen Route auch mit dem großen Geländewagen wegen der großen Lebensgefahr sogar heute noch für mehrere Tage strengst verboten. So geht der Rio-Strom aufwärts weiter bis zu der Stelle, wo sich der bolivianische Anfang der Rio Pilcomayo aus den bolivianischen Bergen stürzend in die weite Chaco-Niederung breit ergießt. Bei dem Versuch, dieses unbekanntes, sumpfiges Gebiet zu erforschen, scheiterten zuvor mehrere gut ausgerüsteten Expeditionen, auch der militärischen Art, und es starben dabei viele erfahrene Männer. Das schreckte den von sich überzeugten Ibarreta nicht ab. Manche seiner Geldgeber, Viehhalter, ermunterten ihn als den studierten Landvermesser dazu, die anderen, realistischeren, versuchten ihn von dieser verrückten Idee abzubringen, aber ohne Erfolg. Ibarreta sah jetzt seine beste Gelegenheit, endlich einen Erfolg auch auf dem südamerikanischen Kontinent zu erzielen. Von seinen Sponsoren bekam er genügend Geld dafür, und so ließ er sich zwei Lastkähne nach seinen eigenen Vorstellungen bauen, die ganz ohne Bug und Heck sein sollten. Dann startete Ibarreta zu seinem letzten Abenteuer zusammen mit seinem aragonesischen Kompadren Martin Beltra und mit 8 Bauern aus Crivo am 23. Juni 1898. Später nahm er noch einen jungen Mann namens Manuel Diaz und 2 indianische Tuffen dazu, die ihm in den ersten Tagen der Navigation als Dolmetscher mit den wilden Indianern dienen sollten. Der in der Menschenjagd bereits wohl erprobte Edelmann Ibarreta wollte diesmal nichts dem Zufall überlassen. Eine Kooperation mit den wilden Chaco-Bewohnern war für ihn natürlich gänzlich unvorstellbar. Wie auf der Kuba auch, so setzte er auf die, auf Untermenschen abstoßend wirkende abschreckende Kraft. Der in dem soldatischen Tun erfahrene Ibarreta wollte nach seinen früheren Begegnungen mit der feindlichen, unwirtlichen Natur und mit den vielen, möglicherweise ihn verfolgenden kriegerischen Indianern, nie wieder als schwach erscheinen. Umgekehrt. Bei den wilden Stämmen in Chaco sollte sich eine Legende von ihm, als von einem unbesiegbaren und furchtlosen weißen Übermenschen, mit den modernsten Abschreckungswaffen und grausamen Hunden zu seinem Schutz verbreiten. Die Indianer, und auch die meisten Paraguayer, haben nämlich immer noch vor den Hunden eine große Furcht. Die Erfahrungen mit den bösen, abgerichteten, riesigen Hunden der Sklavenhalter haben dafür gesorgt. Deshalb rüstete sich Ibarreta vorsorglich mit den besten Waffen aus und nahm reichlich Munition jeder Art mit sich. Dann, schwer bewaffnet mit Winchester-Gewehren, mit Pistolen und sogar mit den damals neuen und in Chaco noch völlig unbekannten Dynamitbomben, brach er auf. Er wollte also damit die wilden Indianer einschüchtern, um sie fernzuhalten. Auch 2 große Hunde waren mit an Bord, jeder von ihnen saß auf einem anderen Schiff. Ibarreta hat die abschreckende psychologische Wirkung der Dynamitbombenexplosionen auf seine potenziellen wilden Feinde zwar wohl kalkuliert, nicht aber die psychologische Wirkung und die fatalen Konsequenzen der unnötig angeberischen Explosionen für sich selbst, wie ihm erst später schmerzlich bewusst wurde, als er die Bomben erstmalig zündete. Das werden wir später verstehen. Ibarreta hörte sicherlich die furchterregenden Reisebeschreibungen einigen der früheren Forscher, insbesondere ein Bericht über das Chaco vom Pater Patiño während seines Studiums oder später. Doch er glaubte das alles viel zu leichtsinnig, viel zu unkritisch und somit unprofessionell. Auch diese Aussage werden wir bald genau verstehen.
Rio Pilcomayo ist tückisch. Manchmal ist er schmal und mickrig, manchmal breit und majestätisch, manchmal verliert er sich unter die Erde, so dass er nur als ein schmaler, oberflächlicher Bach erscheint. Manchmal verzweigt er sich in viele kleinen parallelen Läufe. Er kann aber auch gewaltige Massen von Wasser und Schlamm von den bolivianischen Hochbergen nach dortigen stürmischen Regenfällen aufnehmen, die dann über seine Ufer in der Niederung hochsteigen, so dass es zu mehrwöchigen Überschwemmungen weit bis hinter des Horizont kommt. Auf einigen Stellen kann man dann sogar mit Schiffen oder mit Heusack auf gepolsterten Wagen und Pferden bis über die Baumkronen schwimmen, wie es Fritsch selbst erlebte und darüber berichtete. Das Hauptproblem für das Kartografieren ist, dass sich der Rio Pilcomayo irgendwann im ausgedehnten Sumpf Esteropatino hoffnungslos verbreitet und somit verliert. Dort in der weiten und breiten, dick bewachsenen Schilfebene kann man seinen weiteren Verlauf kaum aufspüren. Daher sprechen viele Reiseforscher von Rio Pilcomayo als von einem grausamen Fluss. So strandeten auch die Schiffe von Ibarita bald in dem besagten Sumpfgebiet. Die Männer fanden kein tiefes Wasser mehr, um weiter bequem segeln zu können. Sie saßen plötzlich fest, inmitten des Nichts, wie sie es glaubten. Ihre mitgebrachte Nahrung ging bald zu Ende. Ein Heißhunger brachte sie dazu, sogar ihre beiden schützenden Expeditionshunde dem Magen zu opfern. Die armen Tiere wurden getötet und verspeist. Dann gab es überhaupt nichts mehr zum Essen für sie. In seiner Verzweiflung teilte der ausgemagerte Ibarita seine hungrigen Männer in zwei Gruppen und schickte sie in verschiedene Richtungen aus, um irgendwelche Hilfe und Nahrung zu suchen. Er, stur wie immer, blieb in dem Kahn mit einem Malaria-Kranken und dem jungen Diaz sitzen, was ihm anscheinend bequemer und sicherer vorkam, als irgendwo einen trockenen Ufer zu suchen und die Dschungelstrapazen auf sich erneut zu nehmen. Von dem, was später mit Ibarita passiert war, ist in allgemein nichts Konkretes bekannt. Nur dass er von den Indianern getötet und arg verstümmelt wurde. Es gibt nur Vermutungen darüber. Noch. Und nur in der Welt der spanischen Sprache weiß man nichts mehr. Es gibt nämlich ein seit mehr als 100 Jahre alter, ausführlicher, schriftlicher Bericht eines Zeitzeugens darüber, sogar mit der fachkundigen Analyse der Ibaritas Fehler und mit den bis heute erhaltenen Fotos von den wahren Ibaritas Mördern. Dieser Bericht ist in dem spanischen Sprachraum noch kaum bekannt, was mir unverständlich ist. Auch dazu kommen wir bald. Die der spanisch sprechenden Allgemeinheit einzig bekannte Erzählungen über die Schicksale den von Ibarita entsandten Gruppen stammen nur von den beiden einzig Überlebenden dieser Expedition, von den Bauern Flore und Romulo Leiva Giraldens. 3 Monate wanderten sie alle in dem Chaco verloren. Sie fanden kein Essen, kein gutes Trinkwasser, ihre Kleidung zerfiel in Fetzen. Einige von ihnen starben vor Erschöpfung, andere nach schweren Durchfällen von schlechten Wasserquellen, und so verstarben die meisten Männer nacheinander einer nach dem anderen. Nur die zwei letzten Ibaritas-Leute wurden gerettet, nach einem zufälligen Treffen mit den zahmen Indianern einer anglikanischen Mission. Bis dahin zirkulierten schon viele Gerüchte in der Hauptstadt, dass Ibarita mit seinen Begleitern von den Indianern getötet, geköpft und gegessen wurde. Zu seiner Suche wurden gleich mehrere militärischen Expeditionen entsandt. Sie fanden keine Überreste des Forschers und seiner Begleiter. Die Soldaten nutzten aber die Gelegenheit, um viele den überraschenden Indianern zu töten oder zu fangen und an die europäischen Zirkussen mit Profit zu verkaufen. Die armen gefangenen Wilden wurden dann lebenslang gezwungen, wie in einem Zoo, und manchmal zusammen mit Affen, oder ganz nackt vor den Schaulustigen zu leben. Erst als ein Millionär Don Juan Canta eine neue Suchexpedition finanzierte, gelang es ihr, einige Trümmer von Schädelknochen Ibaritas zu bergen. Carmelo de Uriarte gab dem José Fernández Cancio die sterblichen Überreste seines Freundes und errichtete ein Kreuz auf der Stelle, wo Ibarita getötet wurde. Soweit geht die bisherige Legende von dem sogenannten letzten Forscher. Wie ich es versprach, gibt es aber einen Bericht von einem anderen, in Südamerika und Spanien noch kaum bekannten Forscher,
nämlich von dem Tschechen Alberto Wojtěch Fritsch, der nicht nur den Rio Pilcomayo in seinem Verlauf von Clorinda am Rio Paraguay bis nach Bolivien flussaufwärts bereiste und ihn als erster erfolgreich kartografierte, nur wenige Jahre nach Ibarreta, sondern der auch die vier Ibarretas Mörder dabei kennenlernte und von ihnen den indianischen Teil der Geschichte mit dem Grund für die Tötung und für die Körperverstümmelung Ibarretas aus der ersten Hand erfuhr. A.V. Fritsch dürfte alle vier Mörder mit ihrem Einverständnis fotografieren. Er kaufte ihnen alle vier Mörderwaffen ab, die dann als Teil seiner zahlreichen botanischen und ethnografischen Sammlungen in Prag landeten. Von Fritsch gibt es ein überliefertes, sehr kritisches Bild dieses bisher so gefeierten Forschers Ibarreta. Fritsch präsentierte der Welt eine indianische Wahrheit aus der Sicht der Ibarretas Mörder, so wie sie ihm aus ihren Munden direkt erzählt wurde. Der Menschenfreund Alberto Fritsch freundete sich nämlich auch mit den Pilagas an, so wie er das mit allen wilden Stämmen immer getan hat, wenn er durch ihr Gebiet reiste. So verstand er die Gründe für den selbstverschuldeten Ibarretas Tod auch eher vollkommen. Es wurde für ihn völlig nachvollziehbar, warum die Indianer Ibarretas Leiche so grausam schändeten und seinem Nachlass verbrannten, und warum sie genauso und nicht anders handeln mussten. Der folgende Text habe ich aus seinem Buch übersetzt. A.V. Fritsch, Indiani Jižní Ameriky, 4. Vydání, Mladá Fronta, Praha, 1957, Smrt cestovatele Ibarrety, Seite 190 bis 201. Der Tod des Reiseforschers Ibarreta. Der Fluss Pilcomayo verzweigt sich in viele Parallelläufe, die sich in Sümpfen verlieren. Er fließt durch undurchdringliche Wälder mit wilden Tieren und noch wilderen Indianern. Seit der Zeit der spanischen Eroberer wurde er von vielen Draufgängern, Abenteurern, Reiseforschern und ähnlichem Pack besucht. In den Jahren, als ich geboren wurde, wurde dort am Pilcomayo der berühmte Reiseforscher Crivo getötet. Er war ein erfahrener Reiseforscher. Mit den kämpferischen indianischen Stämmen in Brasilien kam er gut aus. Trotzdem wurde er von den Indianern in Chaco getötet. Viele andere starben dort vor ihm und einige noch nach ihm. Der letzte von ihnen war Ibarreta. Ibarretas Tod verursachte das größte Aufsehen. Seine Reise war nämlich halboffiziell. Der Geograf sollte die Grenze zwischen Argentinien und Paraguay bestimmen. Die damals aufkeimende Journalistik wollte sich solche sensationellen Nachrichten natürlich nicht entgehen lassen. Doch vor allem, die Ländereien in Chaco hatten bereits ihre Besitzer. Sie kauften ihren Grundbesitz oft nicht immer legal, und so wussten sie nicht ganz genau, wo ihre Landstriche eigentlich lagen. Und gerade das sollte Ibarreta feststellen. Die wilden Indianer standen den Grundbesitzern dabei im Wege. Es gab noch ein anderer Grund, warum eine Kampagne gegen die sogenannten mörderischen Indianer entstanden war. Entlang der Rio Paraguay und Rio Paraná begann sich nämlich die Viehzucht erfolgreich zu entwickeln. Alle Flüsse und Bäche fließen dort vom Nordwesten zum Südosten parallel. Es war daher nicht nötig, die Grundstücke von drei Seiten zu begrenzen. Nur in Richtung Inland, wo die Indianer lebten, war ihr Erdstrich noch offen und gerade dort gab es die besten Weiden. Diese Weiden würden die Viehzüchter verlieren, wenn sie sie mit den Drahtzäunen verschließen würden. Auch würde sie die Umzäunung sehr viel Geld kosten. Billiger war es also, das Vieh frei laufen zu lassen und nur ein- oder zweimal im Jahr es wieder zurückzutreiben. Mit dem Verlust einiger den von Jaguar gefressenen Tieren musste man rechnen, doch es kam für die Viehzüchter billiger, als einen Zaun zu bauen, es zu unterhalten und damit noch die guten Weiden zu verlieren. Mit einem Viehklau in einer Gegend, wo es von vielen wilden Tieren nur wimmelte und wo es noch keine Abnehmer für das geklaute Vieh gab, brauchte man noch nicht zu rechnen. Aber es kam zu einer Kalamität. Mal de Cadera, eine Pest, die sowohl Pferde als auch Hunde raffte. Es war sehr schwer, das verstreute Vieh wieder einzusammeln, wenn in wenigen Tagen alle Pferde den Gauchos eingegangen waren und wenn der gleiche Schicksal auch die neu zugetriebenen Pferdenherden ereilte. Der Preis für die Pferde stieg deswegen sehr hoch.
Um nicht immer wieder neue Pferde kaufen und viele Gauchos bezahlen zu müssen, kamen die Viehzüchter auf eine perfide Idee. Sie schickten einige Telegramme mit ihren Klagen über die vermeintlichen indianischen Überfälle und über das große Viehklau von den inländischen Indianern an mehrere führenden Zeitungen, in denen sie von der Regierung den Schutz der Zivilisation gegen die Barbarei verlangten. Die Oppositionszeitungen nahmen sich das Thema dankbar an. Damit die Regierung ihre Ruhe hatte, schickte sie immer eine bewaffnete Kavallerieabteilung in die betroffenen Gebiete aus. Der Kommandant einer solchen Militärkolonne war hoch motiviert, sich dabei auszuzeichnen. Um das zu erklären, muss ich den Krieg der Argentinier gegen die Indios in der Pampa und dem ganzen südlichen Distrikt erwähnen. Dort lebten mehrere kämpferische, gemeinsam verwandten indianischen Stämme wie Rankelne, Tehulchene, Pinukchene und so weiter aus der Gruppe von Guayacurus. Sie wurden durch einige besonders fähige Häuptlinge organisiert und geführt. Der berühmteste unter ihnen hieß Namuncurar. Je mehr sich das Gebiet der weißen Kolonisten auf Kosten der verdrängten Indianer erweiterte, umso häufiger kam es zu Raufereien mit ihnen. Schließlich entwickelte sich davon eine ständige Guerilla. Es wurden fortan nicht nur einzelne Estancien, sondern auch ganze Städte überfallen. Damals amtierte General Bartolomé Mitre als Präsident in Argentinien. Er war ein kluger Staatsmann, aber ein miserabler Soldat. Man warf ihm seine militärische Unfähigkeit vor, mit der er den erschöpfenden Krieg Brasiliens, Uruguays und Argentiniens gegen den paraguayischen López um volle 4 Jahre verlängerte. Ich glaube, dass es an den Vorwürfen seiner Gegner viel Wahrheit gab, aber die Nation vergötterte ihn sowieso, wie jeden ihn auch mögen musste, sobald er ihn persönlich näher kennenlernte. Als Mitre schon als Privatperson in Altersarmut lebte, schenkten ihm seine Nation $100.000 als Ehrengeschenk, damit er seine wissenschaftliche Arbeit fortsetzen konnte. In dieser Zeit habe ich ihn kennengelernt und wir haben uns angefreundet. Als die Kämpfe in dem indianischen Gebiet gipfelten, führte General Mitre persönlich ein großes militärisches Regiment gegen die Indianer, aber er wurde von dem Häuptling Namuncurar schändlich geschlagen. Es war peinlich. Der Krieg mit den Indianern wurde danach zurückgefahren. Erst wenn wieder sehr laute Wehklagen von den Kolonisten kamen, erst dann notgedrungen, schickte man einen Kapitän mit einer kleinen Abteilung aus, um die Indianer zu vertreiben. Die Kommandanten erhielten aber einen Geheimbefehl, sich mit möglichst geringen Verlusten ausschlagen zu lassen, um die Indianer nicht viel zu reizen und den Krieg damit nicht wieder anzuheizen. So wuchs die Legende von dem unbesiegbaren Namuncurar. Durch seine augenscheinliche Genialität wurde die peinliche Niederlage des Generals relativiert. Doch einmal beauftragte man einen Kapitän namens Roca mit einer relativ kleinen Abteilung mit solcher Strafaktion. Roca hat das ihm erteilte Befehl nicht befolgt. Stattdessen brachte er dem vermeintlich unbesiegbaren Häuptling eine gründliche Niederlage zu. Roca verdrängte die Indianer weit nach Westen und nach Süden und verhandelte mit ihnen einen für sie sehr unvorteilhaften Frieden. Damit wurde Roca in Argentinien berühmt. Er stieg zum General und später sogar zum Präsidenten der Argentinischen Republik auf. Sein Vermögen schätzte man auf $120 Millionen an. Seine atemberaubende Karriere wurde daher zum Vorbild für jeden Kapitän oder Leutnant, der eine Strafexpedition führen sollte. In abgelegene Chaco-Festungen wurden die Offiziere meistens zur Strafe geschickt. Dort hatten sie die Gelegenheit, sich auszuzeichnen, zu rehabilitieren und sogar eine Karriere zu starten.
Aus dem Kriegsministerium waren sie über den wahren Grund und Zustand der angeblichen indianischen sogenannten Überfällen gut informiert. Alle Expeditionskommandanten bekamen vernünftige Instruktionen, ein jedes Blutvergießen zu vermeiden. Sie sollten alles gründlich untersuchen und eventuelle Schuldigen vor Gericht zu bringen. Doch jeder solcher Leutnant erkannte seine Chancen gerade in dem Nichtgehorchen dieser Instruktion. Und außerdem hatte er Angst. Viel zu oft hörte man überall über die Grausamkeiten von wilden Indianern. Die Viehzüchter, bei denen der Kommandant seine Untersuchung begann, sorgten ja auch gut dafür. So sahen die Kommandanten ein geringeres persönliches Risiko in einer überraschenden Attacke und in einem gnadenlosen Massaker an den nichtsahnenden Indianern, als mit ihren alarmierten Kriegern in offenem Krieg zu kämpfen. Wer von der indianischen Bevölkerung bei dem ersten Überfall der Soldaten nicht massakriert wurde, der flüchtete oder sich versteckte, jedenfalls wurde er weit in das Inland vertrieben. Die Strafexpedition fand dann das vermisste Vieh an den riesigen Wiesen zwischen den einzelnen indianischen Dörfern ruhig weidend stehen. Das nahmen die Soldaten als ein genügender Beweis, dass das Vieh wirklich geklaut wurde. Auf diese Weise mutierten die Regierungssoldaten zu billigen Viehtreibern. Sie selbst sammelten das Vieh zusammen und trieben es den Besitzern zurück. Dafür wurden sie köstlich bewirtet und einige von ihnen bekamen eine zuvor ausgehandelte Provision. Die Viehzüchter gewannen bei der Sache sehr. Die gut ernährten Regierungspferde absolvierten eine solche kurze Expedition ohne größere Probleme. Einige Reittiere steckten sich zwar mit der tödlichen Krankheit an und gingen ein, aber sie verbreiteten die Krankheit nicht weiter. Es zeigte sich, dass die Erkrankung nicht direkt übertragbar wurde, sondern dass sich ihr Erststadium zuerst in den wilden Tieren entwickeln musste. Ich habe beobachtet, dass Kapibare und Wölfe Aguaraguazu als die Ersten starben. Wir fanden sie, wie sie ihre Hinterpfoten hinter sich hilflos zogen. Dann war es nötig, auf unsere Hunde und Pferde aufzupassen, denn sie steckten sich bald auch an und gingen dann ein nach dem anderen ein. Auf meinen Expeditionen schützte ich meine Tiere dadurch, dass ich sie mit dem Arsenik fütterte. Nach der Beendigung der Forschungsreise musste ich sie aber erschießen. Erst als die meisten Wildtiere ausstarben, verschwand auch die Krankheit. Das war der Hintergrund der Legenden über die bösen, wilden und blutrünstigen Chaco-Indianer. Soweit meine Kräfte reichten, nutzte ich jede Gelegenheit, um den in Wirklichkeit guten, gastfreundlichen Volk öffentlich zu verteidigen. Auch jetzt, wenn sie schon ausgerottet sind, fühle ich mich verpflichtet, die Nachrede zu beseitigen, die ihre Gräber bedeckt. Wie können Sie solche hinterlistige Mörder verteidigen, wurde mir oft vorgeworfen. Und wie war es mit dem Ipareta? Ja, der Tod dieses spanischen Entdeckers zu untersuchen wurde zu einem wichtigen Ziel meiner Expedition. Ipareta war ein Geometer. Er machte schon früher seine Erfahrungen in dem schwierigen Grenzgebiet von Chaco. So dachte er, dass er befähigt war, ein solches Unternehmen durchzuführen, bei dem viele andere vor ihm scheiterten. Leider hatte er Mängel, die ihn für diesen Zweck unfähig machten und die ihn schließlich das Leben kosteten. Ipareta glaubte nämlich den Berichten der früheren Forscher über die von ihnen angegebenen Entfernungen. Auf die Angeborenen schaute er herab. Er betrachtete sie als minderwertige Geschöpfe. Sich selbst hielt er für einen Übermenschen. Darüber hinaus war er schwerhörig. Und schwerhörige Menschen werden oft nervös und reizbar. Nach dem, was ich feststellen konnte, ereignete sich die Tragödie seines Todes wie folgt. Ipareta fuhr mit einigen Schiffen den Pilcomayo-Fluss aus Bolivien flussabwärts ab. Dann kam er in das Estero Patiño. Das ist ein ausgedehnter, mit Schilf bewachsener Sumpf. Dort verliert sich der Fluss so vollkommen, dass die Kanäle nur auf einigen Stellen eine Tiefe von mehr als einem Meter haben. Der Sumpf ist nach dem jesuitischen Missionären Patiño benannt, der behauptete, ihn zu entdecken. Hätte Ipareta die Reisebeschreibung vom Padre Patiño aufmerksam studiert, so könnte er nicht nur am Leben bleiben, sondern auch der Erste sein, dem es gelungen wäre, aus Bolivien nach Paraguay durchzustoßen,
was dem Crevaux und vielen anderen nicht glückte. Es wird reichen, sich die von Padre übertriebenen Längen von seinen Tagesmärschen mit schwer beladenen Schiffen gegen den Strom, mit der Notwendigkeit, den Fluss von gefallenen Baumstämmen zu befreien und andere mehr oder weniger fast übermenschlichen Hindernisse zu überwinden, einfach zusammen zu addieren. Wenn Ibarretta die Patinos Märsche zusammen addiert hätte, würde er feststellen, dass ihm dazu der südamerikanische Kontinent nicht ausreichen würde und dass sich das Estero Patino theoretisch irgendwo weit im stillen Ozean befinden müsste. In Wirklichkeit kam der Pater Patino nämlich nicht weiter als etwa nur 20 Meilen gegen den Strom und dann blieb er in einem wenige Hektoliter kleinen Sümpfchen hängen, von dem er glaubte, dass es das große, sagenhafte Estero war, von dem die Eingeborenen erzählten. Solche Sümpfchen, in welchen die Delta Pilcomayo verschwindet, gibt es dort gleich mehrere. Wir fuhren entlang ihrer Ufern und so habe ich sie kartografiert. Pater Patino aber beschrieb sein imaginares Estero so, als ob es 60 Meilen, also 300 Kilometer groß wäre. Ibarretta kam von oben aber zu einem anderen, zu dem richtigen, großen Estero. Dort hackte er sich den Weg für seine breitbäuchigen Schiffe durch den Schilf durch. Es war keine besonders schwere Arbeit, weil die Schilfwurzeln im Schlamm nicht besonders fest haften, und es gibt einige Stellen, wo das Wasser sogar ganz frei ist. In etwa 5 Wochen schaffte Ibarretta mit seinen 5 Leuten sich etwa 3 Kilometer eines befahrbaren Kanals durchzuhacken. Unter dem suggestiven Einfluss von Patinas Reisebeschreibung glaubte er aber vor sich noch 297 Kilometer solcher schwierigen Arbeit zu haben. Dies würde seine Kräfte übersteigen. So verfiel er in eine Depression. Er, ein Geometer, der an die Wildnis bereits gewöhnt war, haute sich durch den Sumpf mühsam, und dabei kam er nicht mal auf die Idee, den festen Ufer zu betreten, um zu Fuß das Gebiet zu erforschen, durch das er durchstoßen wollte. Er traute sich nicht, die sicheren Schiffe zu verlassen, um günstigere Stelen mit der Machete in der Hand im Sumpf zu suchen, wo nur schmale Schilffelder das freie Wasser voneinander trennten. Auch kletterte er auf keine hohe Palme am Ufer, um den Sumpf von oben zu begutachten. Das alles war mir zuerst unverständlich. Aber ich begriff es, als ich von einer Sache hörte, die ihn von einem indianischen Stamm zu dem anderen vorauseilte. Ibarretta erlaubte sich nämlich ein kleines Scherzchen den Indianern gleich zu Beginn seiner Reise vorzuführen. Als er am Rio Pilcomayo in Bolivien losfuhr, belästigten ihn einige dort domestizierten Indianer. Sie schwommen seinen Schiffen nach und bettelten für verschiedene Kleinigkeiten. Ibarretta vertrieb sie so, dass er eine angezündete Dynamitpatrone zwischen die schwimmenden Menschen in das Wasser warf. Sie tötete zwar keinen, es sollte nur ein Witz sein, aber es ist mir einmal passiert, noch in der Zeit, als ich ein unerfahrener Greenhorn war, dass ich bei einem Fischfang mittels Dynamit bis in Knien im Wasser stand und den ganzen Wasserschlag in die Waden abkriegte. Noch mehrere Stunden danach konnte ich nicht gut aufstehen. Ich kann mir also gut vorstellen, wie sich das für einen im Fluss schwimmenden Menschen anfühlt, wenn ihn so ein Dynamitschlag auf den ganzen Körper trifft. Vielleicht erst nach der Durchführung seines Scherzchen wurde dem Ibarretta bewusst, was er tat. Ich verstehe vollkommen, dass er seitdem eine große Angst haben musste, den Ufer zu betreten, aus dem sein Tun möglicherweise mehrere hunderte von wilden Indianern beobachteten. In der Gegend, wo Ibarretta mit seinen Leuten festsaß, lebten die Indianer Pilaga und Karaim. Von ihrer Existenz wusste damals noch keiner. Diese wilden Indianer hörten sicherlich noch nicht, was der weiße Fremde mit den zahmen Indianern in der bolivianischen Mission anstellte. Doch der von der Natur aus misstrauische Ibarretta
konnte dies nicht wissen. Seinem Naturell nach war es für einen Weißen unwürdig, mit den unterlegenen Indianern irgendetwas auszuhandeln. Also war es wahrscheinlich seine Angst und Überheblichkeit, die ihn darauf hinderte, seine Lage auf dem Wasser oder auf dem Ufer zu rekognostizieren. Es war die Angst, warum er es nicht wagte, seine Schiffe zu verlassen, weil er sich nur unter seinen Leuten in Sicherheit fühlte. Wahrscheinlich war es seine tiefe Verzweiflung, die ihn dann schließlich nötigte, doch noch zum Ufer am Kotalatee zuzustoßen, um dort sein Lager zu errichten. In diesem Gebiet schoss ich mehrere Dutzend große Hirschen nur an einem einzigen Tag, damit ich unseren indianischen Gastgebern ermöglichte, uns zu bewirten und mit uns zu essen. In diesem fischreichen Estero spießten wir große schmackhaften Fische nur auf Stücke von Draht in solchen Mengen, die ausreichen würden, drei Zenturien von indianischen Kämpfern mit ihrer ganzen Chusma, also mit den Kindern, Frauen und Alten, satt zu machen. Es gab dort viele Wasservögel, riesige Störche, graue und weiße Reiher, auch Gänse und Enten gab es im Sumpf zu Genüge. Der ganze Ufer war mit unübersichtlichem Wald von Palmen mit essbarem Fruchtfleisch bewachsen. Der Estero war auch noch mit der Kanapflanze kilometerweit bewachsen. Ihre Triebe ersetzen die Kartoffel vollkommen. Und auf dieser so fruchtbaren Stelle musste sich Ibarita zuerst mittels seiner Peonen, später er selbst, ein Obst von den so verabscheuten Indianer kaufen, damit er etwas zum Essen hätte. Wie groß musste seine Angst sein, wenn er nie persönlich zur Jagd ausging, wenn er es nicht einmal wagte, zum Fischen oder zum Sammeln von essbaren Sumpfwurzeln auszugehen oder eine essbare Palme zu fällen. Ibarita konnte sich also in der Wildnis nicht selbst ernähren, was die wichtigste Fähigkeit eines jeden Entdeckers sein muss. Stattdessen schickte er seine fünf Peone in verschiedene Richtungen zu Fuß los, mit dem Befehl, den Chaco durchzudringen und zu versuchen, ihm eine Hilfe zu holen. Aus der Stelle, wo Ibarita lagerte, würde es reichen, nur weniger als ein Kilometer durch den Schilf zu gehen, um an das freie Wasser zu stoßen. Ich habe es mit der Hilfe von Indianern in nur 2 Tagen geschafft. Dann würde ihm verbleiben, nur eine niedrige Stromschnelle des weichen Tuffs zu überwinden. Ab da könnte er mit seinen Schiffen bis nach Asunciel bequem fahren. Dies könnte er in nur 2 Wochen bewältigen, auch wenn ihn von Zeit zu Zeit ein ins Wasser gefallener Baustamm oder ein anderes Hindernis darauf hindern sollten. Doch zum Erforschen dieses einen Kilometers entschloss sich Ibarita nie. Lieber blieb er in seinem Zelt passiv sitzen, was ihn schließlich sein Leben kostete. Die Indianer haben ihn nicht nur getötet, sondern sie sind mit seinem Körper auch auf eine wirklich wildbestialische Art umgegangen. Nicht mal ein Tier würde so handeln, sagte die zivilisierte Gesellschaft. Doch die Pilagas hatten ihre guten Gründe dafür. Ibarita saß also in Kotalatee fest. Er ernährte sich von Schafen, die er von den Pilagas kaufte. Pilagas besaßen aber selbst nicht viele davon. Sie haben nämlich die Schafe von den Nachbarnstämmen in einem komplizierten Tauschgeschäft erworben und die Nachbarstämme sie wiederum von den Argentiniern kauften, nur deshalb, um sie mit einem großen Gewinn an die inländischen Stämme zu verkaufen. Nur die inländischen Indianer beherrschten nämlich die Webmaschinen. Nur sie sind in der Lage, ähnliche Wolldecken herzustellen, wie sie ihre Vorfahren in Cordillera aus der Wolle von Lamas und Guanacos webten. Leider leben in dem heißen Chaco keine Tiere, die eine warme Wolle nötig hätten. Es blieb den Pilagas daher nichts anderes übrig, als die Schafe mit einem Kettengeschäft über mehrere gegenseitig verfeindete Stämme zu importieren. Welche Hoffnungen setzten sie, die Webkunst beherrschenden Pilagas, in ihre beginnende Schafzucht, bis ein Fremder kam, um ihnen ihre wenigen Schafe zu fressen? Er zahlte zwar gut dafür. Für ein Schaf gab er ihnen ein Messer, einige Angelschnüren, ein Spiegelchen, eine Harmonika oder sogar eine Schere, alles sehr wertvolle und sonst unerreichbaren Sachen.
Doch auch unter den Indianern gilt eine Regel. Je größer die Nachfrage und je geringeres Angebot, umso höher steigen die Preise. Oder man lehnt es einfach ab, die selten gewordene Ware überhaupt mehr zu verkaufen. Das konnte der eingebildete Ip-Areter nicht begreifen. Für ihn war ein Schaf und wenn er es für eine wertlose Scherbe vor wenigen Tagen kaufte, warum sollte es heute plötzlich teurer werden? Warum sollten die primitiven gar das Recht haben, ihm, dem Weißen, den Essenskauf abzulehnen, wenn er es brauchte? Und der Häuptling Essis war sogar so unverschämt, dass er für einen der drei letzten noch verbliebenen Schaften die Ibaritas Winchester Flinte wollte. Mit der Flinte kann ich mir mehr Fleisch besorgen als nur ein Schaf. Endlich begriff Ip-Areter das, was er von Anfang an wissen sollte, dass er sich nämlich mit der Jagd viel besser als mit dem Handel ernähren konnte. Vielleicht käme er dann auch auf die Idee, dass er mit der Verteilung der Überreste des Fleisches unter die Indianer ihre Freundschaft und Hilfe bei dem Durchhacken des befahrbaren Kanals gewinnen könnte. Leider applizierte er seine Erkenntnis auf einem falschen Gegenstand. Um den Indianern zu zeigen, dass er sich mit der Flinte reichlich Fleisch selbst besorgen kann, erschoss er einen ihrer Pferde. Was bedeutet es, ein Pferd im Inland zu haben, das begreift jeder, auch derjenige, der noch nie in der Wildnis war. Auch in vielen zivilisierten Ländern wird ein Pferderaub mit dem Tode bestraft, genauso oder sogar strenger als ein Mord an einem Menschen. Manchmal kann dies ein viel größeres Verbrechen sein als der Mord, weil ein Pferdeklau zum langsamen Tod des beklauten Besitzers durch Hunger und Durst führen kann. Eine noch größere Bedeutung hatten die Pferde bei den Pilagas. Sie kauften sie durch denselben Kettengeschäft, wie die Schafe auch, aber viele den gekauften Pferden verstarben ihnen durch die Pest. Erst nach langen Jahren überlebten endlich einige ihre Pferde, die so immun waren, dass auch ihre Pfohlen genügend Abwehrkräfte gegen die tödliche Ansteckung erbten, oder vielleicht haben die Indianer ein Medikament gegen die Krankheit schon gefunden. Und ein solches Pferd, das eine gute immune Züchtung versprach, erschoss ihnen der fremde Eindringling. Ip-Areter schnitt sich von dem getöteten Pferd ein Stück Fleisch ab und begann es zu braten. Doch wie immer, vier hungrige indianischen Hunde erochen das getötete Pferd. Sie versuchten auch ein Stück für sich abzubeißen. Ip-Areter, der das erschossene Pferd als seine Beute und daher als sein Eigentum betrachtete und dabei die Wirkung seiner Schusswaffe begriff und dies zeigen wollte, erschoss kurzerhand auch alle vier Hunde. Er war sicherlich überzeugt, dass er ein Recht dazu hatte. Anderer Meinung waren die Indianer. Sie meinten, dass Ip-Areter verpflichtet war, ihnen den Schaden zu bezahlen. Sie kehrten in ihre Dörfer zurück und riefen eine große Versammlungsberatung zusammen. Vier ihrer Haupthäuptlinge, Kasiken, wurden dann beauftragt, zum Ip-Areter erneut zu gehen, um mit ihm zu verhandeln und die Bezahlung einzufordern. Die grimmigen Häuptlinge kamen in Ibaretas Zelt und setzten sich rund um die Feuerstelle mit ihm. Sie nahmen sogar einen Übersetzer mit sich. Ibaretta war aber bekanntlich kein Freund irgendeiner Verhandlung mit den Primitiven. So wurde er schnell wutentbrannt. Er lehnte es vehement ab, irgendwelchen Ersatz für seine Tat den Indianern zu leisten. Wie es seinem Charakter und Verhalten entsprach, schimpfte er dabei und vor allem schrie er seine Schimpfworte sehr laut. Er war ja selbst schwerhörig. Nun war kein Übersetzer mehr nötig. Die Häuptlinge verstanden die Beleidigungen nach der Stärke der Ibaretas Stimme gut genug. Ein freier Indian kann möglicherweise einen Faustschlag vergessen, aber er verträgt nie, wenn man ihn anschreit. Es musste eine sehr große Aufregung geben, wenn sich der alte, zierliche Kasik Nogoche aufrichtete und den Ibaretta mit seinem Streitkolben aus dem Eisenholz Chakaranda am Kopf schlug. Der Schlag traf den Ibaretta sitzend. Die Wucht war wahrscheinlich nicht besonders kräftig, sie reichte aber dazu, den Ibaretta zu betäuben und vielleicht auch zu töten. Ich habe den Streitkolben von Nogoche gekauft, genauso wie die drei weiteren Streitkolben der anderen Häuptlinge,
die auch kurz danach den Iberetas Schädel zertrümmerten. Der Nogoches Streitkolben begleitete mich bei meinen weiteren Reisen und ich hatte die Gelegenheit, ihn auszuprobieren, als ich Robben in südlichen Meeren jagte. Ein gut gezielter Schlag reichte aus, um einen großen Seelöwen zu töten. Um zu zeigen, wie sensibel die Indianer auf das laute Sprechen reagieren, werde ich zu einer Geschichte abbiegen, die auch mir verhängnisvoll sein könnte. Als ich einmal von den Kainganen aus Brasilien zurückkehrte, waren meine Sammlungen nicht nur auf meinem Lastmaultier geladen, sondern auch alle Pferde mussten sie tragen, sowohl meine Reitpferde als auch die Reitpferde meines Maultierführers. Wir alle schritten zu Fuß und trugen selbst das übrige Gepäck. Begleitet wurden wir von dem Häuptling Arikisho mit einigen seinen Leuten. Jeder von ihnen trug auch irgendwelche Kleinigkeit an sich für mich. Mit uns gingen noch zwei ihre Sklaven, Shetakurutonen, die ebenfalls ordentlich beladen waren. Auf meinem Pferd befestigte ich meine sensibelste Last. Mein fotografisches Gerät, Glasplatten, Messgeräte, Reste der Reiseapotheke und ähnliches. Mit dem Häuptling haben wir vereinbart, dass er mich bis zu dem Ort Tibaga begleiten wird. Dort beabsichtigten die Kaiganen, den Oberst Boba zu besuchen. In Tibaga wollte ich meine Begleiter bewirten und für sie verschiedene Geschenke besorgen, um mich wenigstens teilweise für ihre Gastfreundschaft zu bedanken. Von Tibaga aus gab es nur wenig Stunden der Wagenfahrt über eine recht passable Straße bis zu der Eisenbahnstation mit dem Telegraph. Es war dort möglich, alles Nötige in der Hauptstadt zu bestellen und es spätestens in 2 Tagen zu bekommen. Die Indianer hatten also mehrere gute Gründe, um mich zu begleiten. Unser zigzagförmiger Weg leitete uns durch den Wald. Auf einer Stelle, wo der Weg in einem offenen Holzschlag mündete, scheute aus irgendwelcher Ursache mein Pferd aus und ging in einen vollen Galopp über. Die Befestigung meines fotografischen Apparates lockerte sich dabei und das Gerät schlug das Pferd in die Hüften. Dies erschreckte ihn noch mehr. Meine wertvollste Last befand sich in großer Gefahr. Ich habe schnell mein Gepäck abgeworfen und eilte dem Pferd nach. Auf der Stelle, wo der Weg wieder in dem Wald verschwand, schritten unsere 2 Kainganen, die vorausgingen. Ich rief ihnen zu, das Pferd zu fangen, doch sie wichen ihm seitlich aus und ließen ihn an sich vorbeizulaufen. Später wurde geklärt, dass sie mich nicht verstanden haben. Bis ich zu den Indianern ankam, verschwand das Pferd samt seiner Last im Wald. Es waren nur die Schläge meines wertvollen Gerätes auf die Baumstämme zu hören. Ich war aufgeregt. So überließ ich die Jagd nach meinem Pferd dem Maultierführer und schrie die beiden indianischen Jungs an, wie könnten sie so einen Blödsinn machen und das Pferd vorbeilaufen zu lassen. Ich war ordentlich erbost und so schrie ich sie wahrscheinlich recht laut an. Dann lief ich wieder hinter mein Pferd, um es zu suchen. Es dauerte sehr lange, bis wir das Pferd endlich fingen. Da uns keiner von den Indianern nachkam, kehrten wir ermüdet zu dem offenen Holzschlag zurück. Dort fand ich unser gesamtes Gepäck schön ordentlich auf dem Boden aufgerichtet. Mein Maultier und das zweite Pferd bewachte ein Guri. Im Baumschatten sitzte der Häuptling Arikisho. Andere seiner Indianer waren inzwischen weg. Als wir ankamen, stand auch er auf und entfernte sich schweigend von uns. Ich habe ihn aufgehalten und fragte: Wo sind die anderen? Sie kehrten zu Uba zurück und ich gehe auch. Es war jede Diskussion vergeblich. Du redest es viel zu laut auf meine Leute. Das war seine einzige Erklärung. Es half unsere kameradschaftliche Beziehung nichts, die ich während meines mehr als 3-monatigen Aufenthaltes gewonnen habe. Die versprochene Festmahl und die zu erwartenden Geschenke bedeuten ihm auch nichts mehr. Ich sprach viel zu laut. Bei den nomadischen Jägervölkern ist es selbstverständlich, dass sie ein lautes Geräusch nicht brauchen können, aus den gleichen Gründen, warum sie keine Hahnen halten dürfen.
Ein Hahnengeschrei würde nämlich die wilden Tiere verscheuchen und auch würde er den Versteck des Stammes den eventuellen Feinden verraten. Langsam entwickelte sich davon eine Höflichkeitsetikette, wo ein lautes Gespräch unanständig ist. Jemanden anzuschreien wird als eine Beleidigung aufgefasst. Bei den Chamakokken, die am meisten von allen auf die Jagd angewiesen sind und bei denen die Verheimlichung der Stelle ihres Lagers eine existenzielle Bedrohung bedeuten kann, wird sogar ein lautes Lachen eines Mädchens für so eine Ungebührlichkeit betrachtet, dass es wie eine moralische Perversion betrachtet wird. Die Chamakokos lernen sogar den Neugeborenen das Weinen ab. Da Kainaan schon längst in ihren Dörfern sesshaft leben, handelt es sich bei ihnen um einen höflichen Überbleibsel aus einer uralten Zeit. Kommen wir nun zu den Ibaretta zurück. Ibaretta war also vielleicht betäubt, vielleicht getötet. Nun war es nötig, die Folgen der Tat zu vermeiden, denn der Getötete konnte wieder zum Leben erwachen und dann würde er seine Rache nehmen, das glaubten die Indianer. Deshalb schlugen auf seinen Kopf gleich drei weitere Streitkolben. Doch damit war die Gefahr noch nicht gebannt. Einem Weißen ist nichts zu trauen. Selbst wenn er mit dem zertrümmerten Kopf vollkommen tot sein sollte, doch könnte er auferstehen, und wenn er dabei nicht ganz lebendig wäre, so würde wenigstens sein böser Geist die Rache üben. Deshalb trennten die vier Häuptlinge den Ibarettas Kopf von seinem Körper ab. Beide Teile seiner Leiche begruben sie vorsichtigerweise sehr weit voneinander. Auf Ibarettas Gräber legten sie verschiedene scharfen Dornen. Die Kasiken zerschlugen noch alle seine Glasflaschen zu Scherben und legten sie auf die Dornen drauf, um noch sicherer zu sein. So sorgten die Indianer dafür, dass sich keine der Körperhälften des Getöteten aus dem Grab befreien könnte. Sie dürfte sich mit der anderen Körperhälfte nie vereinigen. Wenn wir die Aberglaube vom Tode und den bösen Geistern verstehen, so finden wir die logische Erklärung für diese Barbarei der Leichenschändung. Dann verbrannten die Häuptlinge auch Ibarettas beide Schiffe. In den Augen von Weißen galt es als eine sinnlose, amokartige Zerstörung. Doch wozu sollten die Schiffe den inländischen Indianern nützlich sein? Nur eins hatte einen Wert für sie. Die Bretten in den Schiffen wurden ja mit guten Nägeln zusammengehämmert. Die metallischen Nägeln könnten den Waldmenschen als Pfeilspitze gut dienen. Die wilden Indianer kannten und hatten noch keine Zangen. So war das Verbrennen der Schiffe die einfachste Lösung, wie sie die eisernen Nägeln für ihre Pfeile und die eisernen Bootsbeschläge für ihre Lanzen unversehrt gewinnen könnten. So und ähnlich kann man all die Gräueltaten begründen, die die Pilagas mit der Leiche und dem Eigentum des Reiseforschers anstellten. Aber in den Augen der südamerikanischen Öffentlichkeit waren es sehr abscheuliche Taten. Als ich von kurzem das Buch »Eine fröhliche Reise zu den Menschenfressern« von Hakon Mielche gelesen habe, erinnerte ich mich an die Charakteristik der dortigen Eingeborenen, der auch ich für die Chaco-Indianer zustimmen kann. Die Eingeborenen an den Neuen Hebriden stehen auf einer sehr niedrigen Kulturstufe, denn sie lügen nicht, sie trinken nicht, sie klauen nicht und auf alles, was sie versprechen, kann man sich auch verlassen. Es reicht, nur einen Kannibalismus dazu zu legen. All das stimmt, nur der letzte Satz über den Kannibalismus passt auf die Pilagas nicht. Bei denen müssen wir begreifen, dass sie es nicht gerne sehen, wenn irgendwelcher unfähiger Verrückter in ihr Land kommt, ihnen ihr Eigentum stiehlt und sie dazu noch beleidigt. Auch wenn es sich hier um einen Weißen handeln würde, könnten sie sich nicht zurückhalten. Dies könnte an ihrem Verhalten nichts ändern, insbesondere wenn sie wüssten, dass der Eindringling sogar halboffiziell von der Regierung entsandt wurde, um die Grenze zwischen zwei künstlichen Staaten der Weißen festzulegen, die ihr angestammtes indianisches Territorium für sich beanspruchen. Aber wie kann man es der Öffentlichkeit erklären? Wie kann man die Indianer in den zivilisierten Augen verteidigen, wenn die Weißen keinen Maßstab für solche Dinge haben, wie ein Mensch, der in der Wildnis lebt? Ich habe mir einen Plan durchdacht. Ich nehme die Ibarettas Mörder mit in die Stadt. Die Menschen dort sollten sie kennenlernen. Dann werden sie sich ihre Meinung darüber selbst machen können.
Die Häuptlinge nahmen meine Einladung an. Sie sahen in ihrer Tat nichts Unrechtes. Sie fielen sich nicht mehr schuldig als ein Richter, der in seinem Land einen Todesurteil an einem Verbrechen realisieren lässt, der die Gesetze seines Landes verletzte. Deswegen gingen sie mir furchtlos. Sie begleiteten mich auch deshalb, weil ich nur wenig Zahlungsmittel dabei hatte, um sie für ihre Dienste zu entlohnen, auch wenn sie überzeugt waren, dass wir uns durch die Früchte der Plantage, die ich bei ihnen anlegte und ihnen all das überließ, was noch nicht reif wurde, kurz sind. Mein Plan ging nicht so auf, wie ich es mir vorstellte. Als ich nach Asunción kam, stellte ich fest, dass ich durch einen meinen Landsmann namens Vrage selbst verleumdet und gedemütigt wurde. Er erzählte überall, dass ich gegen den Willen meines Onkels aus dem Hause aus Prag flüchtete, dass ich falsche Papiere habe und ähnliches, so dass die Bank es ablehnte, mir meine Checks einzulösen. Nur mit der größten Mühe konnte ich wenigstens ein kleines Kredit bekommen. Als ich davon die Geschenke für meine Begleiter besorgte, blieb ich ohne Geld, nur mit den vielen Kisten meiner Sammlungen zurück. Ein diskreditierter Verteidiger würde der Sache, die er verteidigen möchte, nur schaden. Umso mehr, als ich mir eine Arbeit suchen musste, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ich musste also meinen Plan der Verteidigung der Ibarretas-Mörder verschieben, bis ich mich mühsam rehabilitierte. Dann habe ich die Indianer mit Vorträgen an Kongressen verteidigt. Auf seinem bekannten Foto hat Ibarreta sich in einer Siegespose mit einer potenziell drohenden Flinte am Rücken und mit gekreuzten Armen gestellt. Die gekreuzten Arme bedeuten in der nonverbalen Psychologie eine Abneigung, eine Barriere vor den Betrachtern, also vor den Menschen allgemein. Das passt zu seinem Profil, das erzählt er uns damit von sich selbst. Er betrachtet die gesellschaftlich niedriger gestellten Menschen als minderwertig. Er war ein eingebildeter, reizbarer und jähzorniger Abenteurer, Goldsucher, Soldat und Ingenieur der Landvermessung. Ibarreta erscheint nach allen Überlieferungen als leichtsinnig, schlecht vorbereitet und überheblich. All dies waren Eigenschaften, die sein wiederholendes Versagen im Verlauf seines ganzen unglücklichen Lebens erklären. Ibarreta scheiterte immer wieder bei all seinen Vorhaben. Kaum etwas ist ihm gelungen. Kaum etwas hat er zu Ende gebracht. Schon sein Universitätsstudium musste er abbrechen. Bei dem Militär hielt er das mit der Disziplin nicht ganz genau und so musste er seinen Dienst vorzeitig quittieren. Er war ein chronisch impulsiver Hitzkopf. Bei einem Pistolenduell wurde er verletzt. Seine Heimat Spanien musste er aufgrund seines Verhaltens verlassen. Er hatte also eine Begabung, einflussreiche und gefährliche Feinde laufend gegen sich zu gewinnen. Da sich Ibarreta in der Erdkunde ausgebildet fühlte, wollte er seine Kenntnisse vergolden. Das gesuchte Gold fand er aber bei zwei seiner Versuche nie. Er war zwar ein Ingenieur der Erdkunde, ein Landvermesser, aber ein schlechter, was zu seinem Tode beigetragen hat. Das beweist sein ständiges Scheitern und Irrlaufen dort, wo man von ihm ein professionelles Verhalten und ein Erfolg bei den, nur von ihm selbst eingeschätzten und gestellten Aufgaben erwarten dürfte, und wo es ein anderer Forscher ohne einen Ingenieurtitel gut meisterte. Den Chaco hat Ibarreta weder bei seinem ersten als auch bei dem zweiten Versuch, den er noch überlebte, nie überquert. Er hat davon keine Lehre gezogen, um zu lernen, nicht nur Menschen, sondern die Tiere zu jagen und Früchte zu sammeln, um sich selbst ausreichend zu ernähren, wie es die dort lebenden Indianer auch tun. Für einen Landvermesser-Ingenieur war es eigentlich nicht besonders ruhmreich, dass er dort sogar für 8 Monate orientierungslos verloren ging. So scheiterte er auch bei seinem letzten Versuch, den Verlauf des Flusses Pilcomayo aus Bolivien zum Rio Paraguay als Geograf zu bereisen. In den spanischen Quellen wurde sein letztes, tragisches Abenteuer heroisiert. Wahrscheinlich heroisierte man ihn aus dem Mitgefühl, weil man ihn als eine Berühmtheit aus der Presse kannte,
als man ihn wieder einmal sehr lange vermisste, und weil man schließlich den zertrümmerten Rest seines abgetrennten Schädels ohne den restlichen Körper fand. Vielleicht aber heroisierte man ihn aus dem eigenen Charme, um eine nachträgliche Relativierung der barbarischen Tat der zivilisierten Gesellschaft zu schaffen. Eine Vertuschung der schändlichen Rache-Expedition, die kurzerhand ein blutiger Massaker an zwei völlig unschuldigen indianischen Stämmen veranstaltete, an überraschten Menschen, die mit Ibaretas Tod überhaupt nichts zu tun hatten, die zu ihrem Unglück nur in der Nähe des Geschehens lebten. Analysieren wir die Ibaretas Psychologie anhand von den zwei seinen Reisen, der ersten und der letzten. Ibareta gehörte zu dem Adel, hatte ein akademischer Titel, doch vor allem war er ein Spanier. Als Spanier fühlte er sich damals wie ein Mitbeherrscher der Hälfte der Welt. Alle anderen sollten seine spanische Weltsprache lernen und nicht umgekehrt. Es wäre unter seiner Würde die verschiedenen, unbedeutenden indianischen Sprachen der wilden Primitiven in jedem kleinsten Ort zu lernen. So irrte er karmisch korrekt monatelang und mittellos dort, wo sich der kommunikative Fritsch mit Leichtigkeit und treffsicher, überall mit der Hilfe der ihm wohlgesinnten Indianern bewegte, und wo er von den Waldmenschen lernte, wie man sich mit dortigen Pflanzen, Wurzeln, Stecken, Palmenfruchtfleisch, Vögeln und Tieren überall selbst ernähren und wie und wo man das Wasser finden kann. Ibareta war stur und deshalb hat er von seinen Fehlern nichts gelernt. Sein Verhalten und seine Einsichten blieben immer dieselben. Dass Ibareta für ganze 8 Monate in Chaco verloren ging, wird oft nur am Rande erwähnt und als Beleg für seine Tapferkeit begriffen. Ich sehe diese psychologisch sehr wichtige Information anders. Ich selbst war mehrfach in Chaco, natürlich meistens mit dem Geländewagen an mehr oder weniger gut oder schlecht befahrbaren Straßen und Wegen. Ein Blick in die Natur, schon unweit von Clorinda, und die wenigen Strecken, die ich in zentralem Chaco zu Fuß getan habe, ob in dem trockenen, dornigen oder in dem feuchten, sumpfigen Teil, gaben mir einen Eindruck über die großen Schwierigkeiten, sich in der Dschungel zu bewegen. Weite und lange Kilometer begegnet man dort heute noch überhaupt kein Haus und auch keinen Menschen. Soweit ist Chaco ohne Zweifel ein sehr respektabler und lebensgefährlicher Teil der Erde. Aber sich für ganze 8 Monate dort zu verirren ist und war eine besonders schlechte Navigationsleistung eines hochschulausgebildeten und graduierten Landvermessers. Chaco kreuzten damals noch viele indianischen Stämme. Die Mehrzahl von ihnen wurde bereits ausgerottet oder sie starben an die verschleppten Infektionskrankheiten von den Weißen aus. Damals war der wilde Chaco aber nicht so isoliert. Jeder Fremde, weißer und potenziell gefährlicher Mann wurde von den wilden Indianern heimlich beobachtet. Man begegnete die Indios oft genug, um eine Orientierung über die nächste Gegend und die optimalen Navigationsinformationen von ihnen zu bekommen. Es war sicherlich möglich, wesentlich früher als in 8 Monaten den Chaco zu verlassen, wenn man den Kontakt mit den Waldmenschen suchen würde. Stattdessen betrachtete der reiche Edelsmann Ibareta die ihm unheimlichen, primitiven Waldmenschen als eine Art von lästigen Moskitos oder gefährliche Prädatoren, wie die Jaguaren auch, und er versuchte sie, wenn nicht immer umzubringen, so wenigstens stets auf Distanz zu halten. Er herabwürdigte sich nie dazu, zu versuchen, wenigstens einige ihrer Worte zu erlernen. Dazu brauchte er noch für seine letzte Reise 2 Übersetzer. Er plante nie, eine Freundschaft mit den Primitiven zu knüpfen. Deshalb hat er sich für den Kontakt mit den wilden Menschen nicht mit ausreichenden Geschenken ausgestattet, um somit seine friedlichen Absichten zu dokumentieren und ihre Freundschaft und Hilfe im Umtausch dafür zu gewinnen. Stattdessen nahm er die damals stärksten verfügbaren Waffen und sogar Dynamitpatronen mit sich, die bei den ängstlichen Waldmenschen nur seine feindlichen Absichten nach ihren Erfahrungen aus den damaligen Grausamkeiten und Massakern von weißen Männern andeuteten. Ibareta hat sich über die geistige Welt und die Gesetze der Wilden nie interessiert. Sie würden ihm aber helfen, bei ihnen nicht anzuecken. Auch diese Unkenntnis hat ihn schließlich sein Leben gekostet. Um objektiv zu bleiben,
müssen wir eine vorherige Aussage, dass er bei allem scheiterte, was er begann, etwas korrigieren. Einmal im Leben erzielte auch er einen außergewöhnlichen, überragenden Erfolg, dann als er seine arrogant und aggressive Persönlichkeit ungehemmt entfalten dürfte. Das sollten wir näher analysieren. Das war in Kubakrieg. Dort dürfte Ib Areta seiner Tapferkeit, Verschmähung seiner Gegnern und seiner Waffenüberlegenheit, ob als gekonter Fechter oder als Schützer, einen freien Lauf für 18 Monate voll ausleben. Das war die längste zusammenhängende Tätigkeit, der er sich ununterbrochen leidenschaftlich widmete. Sie musste für ihn leidenschaftlich sein, denn sonst würde er alles wieder plötzlich abbrechen, wie er es mit seinen anderen Pflichten auch kurzerhand tat. Leidenschaftlich war es deswegen, weil er heiß darauf wurde. Er wurde ja nicht einberufen, sondern er hat sich dazu freiwillig gemeldet. Er war höchst motiviert, seine Überlegenheit genüsslich auszuleben. Nur deshalb hat er sich die ganze militärische Ausrüstung selber gekauft. Und was für ein Krieg war das? Es war kein moralischer Selbstverteidigungskrieg, sondern es handelte sich um einen typischen aggressiven, unnötigen Eroberungskrieg. Ib Areta genoss ihn dabei als eine Art sportliche Unterhaltung auf Kosten des minderwertigen Menschenlebens. Es ist bezeichnend, wie seine Biografen über diese seine längste zusammenhängende Episode schreiben. Man würde erwarten, dass sie über einen tapferen Kämpfer in einem gefährlichen Krieg schreiben würden, also dass er dort mit gleichwertigen Soldaten gekämpft hat. Stattdessen wird geschrieben, dass er dort nur Menschen jagte. Wie ein Kopfgeldjäger auch. Klar ist, dass Ib Areta dabei nicht besonders tapfer sein musste. Er hatte es ja mit keinen gleichbewaffneten, keinen gleichgefährlichen gegenerischen Soldaten, sondern nur mit unbewaffneten, unausgebildeten Naturmenschen zu tun, die den modern bewaffneten Spaniern hoffnungslos ausgeliefert wurden und die lieber vor ihnen flüchteten, als mit ihnen zu kämpfen. Hier konnte Ib Areta seine Minderwertigkeitskomplexe fast orgiastisch und vor allem für ihn praktisch ungefährlich überkompensieren. Nicht umsonst bekam er seine einzigen Auszeichnungen dort dafür. In meinen Augen war Ib Areta ein typischer Psychopath, genauer gesagt ein Narzisst und ein Soziopath. Dafür spricht auch die Tatsache, dass er es nicht schaffte, sich mit einem Menschen länger zu binden. Keine Ehefrau, keine Liebesaffäre ist von ihm bekannt. Auch keinen Mann konnte er für sich als einen Lebenspartner gewinnen, sollte er die Frauen allgemein nicht mögen. Da Ib Areta ein eingebildeter, konfliktogener Typ war, verbaute er sich die Möglichkeit, eine Hilfe von den nativen Stämmen zu bekommen. Betrachten wir seine zweifelhafte Uni-Ausbildung als Landvermesser, seine mangelhafte Reiseforscher- und soldatische Navigationsausbildung, so war er zum Betreten eines unbekannten Dschungels überhaupt nicht geeignet, weder mit seinen mangelnden geografischen Orientierungsfähigkeiten und Navigationskenntnissen noch mit seiner Unfähigkeit zur sprachlichen Kommunikation mit den Minderwertigen. Ib Aretas Tod war eindeutig selbst verschuldet. Ib Areta wurde nicht durch einen wissenschaftlichen oder kulturellen Beitrag oder Nachlass, sondern nur durch das Geheimnis seines grausamen Todes berühmt. Nichts mehr und nichts weniger.